Angeführt von den Klängen der Musikkapelle Weinzierl Altpernstein ziehen die zahlreichen Ehrengäste zu Fuß und die Teilnehmer hoch zu Pferd zur Feldmesse in den Freizeitpark. Besonders bemerkenswert ist die große Gruppe in historischer Aufmachung. Ritter Jörg und sein Hofstaat machen den Anfang. Sogar die Burgherrin mit ihren Hofdamen ist mit dabei. Natürlich dürfen die Burgwache und die Jäger bei dieser historischen Wallfahrt auch nicht fehlen. Der arme Gefangene in Ketten wird vom Scharfrichter streng bewacht. Diese Figuren entstammen den alten Überlieferungen. Im 12. Jahrhundert lebte auf der Ritterburg Altpernstein das fromme Geschlecht der Jörger. Eines Tages machte der Burgherr mit seinem ganzen Hofgesinde eine Wallfahrt auf den Georgiberg. Zu diesem Zeitpunkt wartete im Burgverlies von Altpernstein ein zum Tode Verurteilter auf seine Hinrichtung. Dieser musste auch an der Wallfahrt teilnehmen. Am diesjährigen Georgiritt nahmen auch eine große Anzahl von Abordnungen der zahlreichen Pferde- und Reitervereine der Region teil. Bemerkenswert waren die vielen jungen Reiterinnen und Reiter. Seit dem Jahr 1932 findet im Abstand von 2 Jahren in Micheldorf der Georgiritt statt. Veranstaltet wird er von den engagierten Mitgliedern des Georgiritt-Komitees. Erstes Etappenziel des Festzuges war die gemeinsame Feldmesse im Micheldorfer Freizeitpark. Wir wollen mit diesem Gottesdienst, diesen unseren Festtag, auch zu einem Zeichen der Gegenwart Gottes machen. Ein Zeichen, das uns überall geschenkt wird, wenn wir so mit wachen Augen und mit offenen Augen so durch unsere Welt gehen und sie mit den Augen Gottes betrachten. Nach der Feldmesse begaben sich die Teilnehmer auf den beschwerlichen Weg zur Kirche am Georgenberg. Ziel der Pferdewallfahrt ist die Kirche am 594 Meter hohen Georgenberg. Der steile Bergkegel war bereits im 2. Jahrtausend vor Christus besiedelt. Später dann auch von Kelten und Römern, wie es historische Funde belegen. Pater Florian nimmt diesen, wie in den vergangenen Jahren, ebenfalls auf dem Rücken eines Pferdes auf sich. Vor der Kirche gab es für die Pferde nach dem beschwerlichen Aufstieg geweihtes Brot. Pater Florian segnete dabei Pferde und Reiter. Gemeinsam mit den zahlreichen Ehrengästen nahmen auch Bürgermeister Horst Hufnagel, Landtagsabgeordneter Christian Dörfel, Ewald Lindinger, der Präsident des Bundesrates, sowie Landeshauptmann Thomas Stelzer am Georgiritt teil. Ich bin wirklich das erste Mal da. Es ist ein Erlebnis und vor allem, man sieht, auch die Sonne lacht dazu. Das verdient sich aber dieses Brauchtum auch, denn in unserer wunderbaren Landschaft, das Miteinander von Pferd und Mensch, das hat schon was. Ich bin den ganzen Marsch mitgegangen, klar, das ist ja auch eine schöne Tradition, aber Gratulation an alle, die in der Musikeruniform oder eben auch mit den Pferden unterwegs waren. Die haben sich heute was mitgemacht. Da der zum Tode Verurteilte am Georgiberg um Vergebung bat, schenkte Ritter Georg ihm das Leben und die Freiheit. Aufgrund dieser Sage wird im Abstand von 2 Jahren in Micheldorf regelmäßig der Georgiritt abgehalten. Ich bin immer ganz froh, dass der Georgiritt stattfindet und dass sie immer wieder aus dem Georgiritt-Komitee Personen auskristallisieren, die jedes zweite Jahr einen Georgiritt veranstalten. Und es ist natürlich für uns eine alte Tradition, dass der Georgiritt stattfindet. Und es ist schön, dass so viele Leute heute gekommen sind. Es ist das Wetter perfekt und dementsprechend freue ich mich, dass so viele Leute gekommen sind. Wir haben ja nicht nur einen Georgiritt, sondern es gibt auch einen Georgiertag und auch natürlich auch einen Frühschoppen, der gespielt wird von der Marktmusikkapelle Micheldorf. Die Unterhaltung heute beim Georgiritt hat die Musikkapelle Weinzierl Altpernstein gemacht und es war wirklich eine tolle Umrahmung und es freut mich natürlich ganz besonders, dass wir heute
auch so viele Teilnehmer gehabt haben von den Pferden, von den Reitern, weil die Tradition ist mir ganz wichtig und sollte auch in der Zukunft beibehalten werden.